Hallo ihr Liebis, heute geht es um die Instrumente, die ihr hinter mir seht. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Die habt ihr vielleicht schon gesehen, ich habe sie auch schon mal mit in die Klasse genommen. Und immer wenn ich so ein Instrument mit in die Klasse nehme, dann sagt ihr immer, ihr wisst schon den Namen. Denn dann sagt ihr mir nämlich, Herr Kessler, ich weiß, was das ist. Das ist nämlich ein Xylophon. Und wenn ich euch das Instrument zeige, dann sagt ihr, Kessler, ich weiß, was das ist. Das ist nämlich ein Xylophon. Und wenn ich euch das Instrument zeige, dann sagt ihr, Herr Kessler, ich weiß, was das ist. Das ist nämlich ein Xylophon. Aber das kann ja gar nicht sein. Es kann ja nicht jedes Instrument Xylophon heißen. Ich sage euch was. Eins davon ist tatsächlich ein Xylophon. Die anderen heißen anders. Ihr könnt euch ja jetzt schon mal überlegen, welches ist denn das Xylophon? Schauen wir uns doch erstmal die Instrumente alle an. Was haben die denn gemeinsam? Alle haben diese Klangplatten oder Klangstäbe auch genannt. Haben die alle. So, und alle werden mit einem Schlägel gespielt. Zack, dieses Instrument klingt so, dieses Instrument klingt so und dieses Instrument klingt so. Da habt ihr auch schon gehört, sind auch die gleichen Töne. Guckt hier, dieser Ton heißt C, D, E und die Reihenfolge hier ist genau die gleiche. Und hier, auch wenn das ein bisschen schwierig zu lesen ist, seht ihr auch die gleiche Tonreihenfolge und trotzdem heißen die Instrumente anders. Und zwar liegt es auch an diesen Platten hier. Ich nehme die mal raus. Okay, zwar ist der Ton gleich, aber ihr merkt schon, die sind aus einem unterschiedlichen Material. Das hier ist Metall, das hier ist Holz und das hier ist auch Metall. So, und die beiden haben die gleichen Töne. Aber das hier, weil es viel kleiner ist, klingt der Ton viel höher als dieser Ton. So ein bisschen metallisch. Und weil das hier sich so hoch anhört, klingt das wie so kleine Glöckchen. Und das ist auch der Name. Es ist nämlich kein Xylophon, sondern es ist ein Glockenspiel. Wie kleine Glöckchen klingt dieses Instrument. So, und dann haben wir noch diese beiden. Das hier ist aus Metall, das habe ich euch schon gesagt. Und genau daher kommt auch der Name. Denn das hier ist kein Xylophon, sondern das ist ein Metallophon, weil die Platten eben aus Metall sind. So, und dann bleibt ja nur noch eins übrig. Tatsächlich ist das hier das Xylophon. Ihr könnt ja auch, also manche von euch können auch verschiedene Sprachen sprechen. Hättet ihr Altgriechisch, könntet ihr Altgriechisch sprechen, dann wüsstet ihr, Xylon bedeutet Holz. Ja, das steckt hier drin. Und Xylophon ist also ein Instrument, wo die Klangplatten aus Holz sind. Vielleicht könnt ihr euch das merken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.